Herzlich willkommen zurück zu VVVVVVV. Ich habe mir nochmal angeguckt, wo die beiden letzten Trinkets sind. Und habe mich auch schon passend hierher teleportiert. Und zwar war das relativ am Anfang. Und zum Glück liegen die beide relativ nah beieinander. Nämlich hier oben. Also hier ist das ungefähr, wenn ihr die Karte sehen wollt. Genau, das ist eine. Das ist das Einfache. Das, genau, Blödsinn. Moment, nein, stimmt. Ich muss hier von unten ran einfach. Wohl ein bisschen schneller, so wie es aussieht. Vielleicht so? Ja, so. Sehr schön. Das war, sehr einfach, das 19. Trinket zu bekommen. Das Problem wird allerdings das 20. sein. Ich könnte jetzt natürlich raus und einfach speichern. Ach ne, Moment, warte mal, hier komme ich dann her, ne? Das war der falsche Weg. Wo ich hin will, ist hier. Genau, da will ich hin. Und dann möchte ich wohl durch dieses V hindurch. Und ich glaube, beim letzten Mal bin ich unten rum, dann gehe ich diesmal einfach oben rum, um euch zu zeigen, was es hier so gibt. Das ist tatsächlich der einfachere Weg, meiner Meinung nach. Nur ein bisschen eine Koordinationssache. Weil man abwechselnd auf stillstehendem und auf so einem Band sich bewegt. So wie hier. Ja, genau. Hier habe ich halt instinktiv nach links gedrückt, weil ich davor ewig auf diesem nach links laufenden Band war. Aber das ist nur eine Koordinationssache, das kriegt man relativ schnell raus. Zumal ich das Ganze ja schon mal durchgespielt habe. An dieser Stelle war ich ja schon und habe alles geschafft. Insbesondere muss ich auch nicht darunter, weil da unten war ja ein Trinket. Und das wäre der einzige Grund, darunter zu gehen. Das habe ich ja schon. Mir fehlt hier nur noch ein Trinket. Nämlich das allerschwerste im ganzen Spiel, meiner Meinung nach. Ich habe es euch schon mal angedeutet, wie das aussieht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es schaffe. Es ist gespeichert, okay, sehr gut. Das war mir wichtig, tatsächlich vorher nochmal zu speichern, bevor ich da hingehe. Ja, hier sind Stacheln, Moment. Habe ich das hier so rüber? Nein, das schaffe ich nicht. Aber hier kann ich. Ja, okay, hier kann ich tatsächlich runter. Wenn ich den hier mache. Genau, und dann kann ich nämlich hier. Ah, okay, das klappt nicht. Ich muss tatsächlich über diese Plattform rübergehen. So funktioniert das. Oh, komm schon. Ich muss jetzt so. Geht doch. Genau. Und ich bin auch gleich da. Keine Sorge. Dauert nicht mehr lang. Das Schöne ist ja, ich bin jetzt hier deutlich besser als beim ersten Mal, einfach weil ich alles kenne. Außer vielleicht hier. Der Raum hat tatsächlich gerade auch sehr gut geklappt. Ich hatte beim ersten Durchspielen vor langer Zeit sehr viele Probleme mit dem grünen Raum. Und damit sind wir auch schon beim letzten. Beim 20. und mit Abstand schwierigsten Trinket, Vini, Vidi, Vici oder Doing Things the Hard Way. Genau. Wenn ihr nicht sehr frusttolerant seid, dann spult einfach geschätzt eine halbe Stunde vor. Ich fange jetzt mal an zu üben. Also, im ersten Teil muss ich nach rechts und danach gleich wieder nach links. Ich darf allerdings nicht zu früh nach rechts, wie ich gerade sehe. Beim dritten muss ich dann in der Mitte bleiben, um danach gegen Ende wieder rechts zu gehen. Na komm schon. Na, das war zu früh. Das war zu spät. Ah, das kann ich natürlich. Kann ich das?
ich einfach schon relativ weit rechts hier anfangen. Und ich weiß es nicht. Also ich muss... Ja, jetzt komm schon. Nein! Oh, nein, nö. So. Genau. Diese Art von Spaß ist das hier. Ist das nicht super? Wobei ich mich zum Teil auch blöd anstelle. Das muss ich dem Spiel immerhin zugestehen. Ah, das war ärgerlich. Das hätte fast geklappt. Da war ich zu schnell. Nein! So knapp! Fast die Hälfte! Also ich kann gerade auch nicht viel reden. Ich bin konzentriert. Und wie ihr seht, wenn ich rede, dann klappt's nicht. Ja, genau. Ich würde gerne auf die Namen schauen der Bildschirme währenddessen, aber das brauche ich ja gar nicht. Kann ich alles im Video nachschauen. So, jetzt halb rechts, links. Ah, und dann gleich nach rechts wieder rüber. Schade. Fast hat's geklappt. Danach wird's interessant. Was ist denn da auf der rechten Seite? Ich habe ja da gleich eine Abzweigung. Wenn ich wieder runterfalle, habe ich ja die Möglichkeit nach rechts. Ah, das ist aber nur ein böses Ende. Okay. Gesehen. Oh. Ey. Oh. Oh, komm schon. Du bist am Ende relativ stark nach rechts. Hier nämlich. Oder ich gehe nach links. Nee, ist egal. Ich gehe einfach rechts rum. Das passt schon. So knapp. So close. Nein, es war zu früh. Immerhin sind hier am Rand keine Stacheln. Am Ende des, hier links, kann ich nach links dauerhaft drücken. An der Stelle. Ah, ich muss hier stärker nach links. Hier meine ich, kann ich dauerhaft nach links drücken. Das ist, ganz angenehm. Ah, das war zu früh. Okay, ich muss hier etwas später nach links, aber dann durchgehend und fest. Hart nach links. Genauso, genau das darf natürlich nicht passieren. Ich muss danach weiterhin hart nach links, wenn ich wieder runterfalle. Moment. Was war das denn? Da war ich im Gedanken schon weiter oben. Ach komm schon. So, jetzt. Nee, so nicht. Aber so, nein, so auch nicht. Nein, so auch nicht. So wird das was, oder? Ja, so sieht das gut aus. Was war das denn? Ich hatte umgedreht. Hast du gehört? Ich hatte umgedreht. Und dann ist das Teil verschwunden unter mir und ich bin trotzdem nach oben gefallen. Okay, das war blöd. Oh, Menü. nein. Oh, nochmal. Also am Anfang nach... Sag mal. Jetzt stell dich mal nicht so blöd an, Junge. So, jetzt etwas später leicht nach rechts. Nicht so früh. Ich sag dir später. Auch hier unten. So, hier ist gut. Ja. Oh, jetzt bin ich zu spät nach links da oben. Das gibt's doch nicht! Verdammt! Ich muss da echt ganz knapp. Das täuscht halt. Das Gemeine ist, dass der Gang nach unten so ein bisschen nach rechts abfällt. Aber in Wirklichkeit geht er gar nicht so weiter. Das sieht nur so aus. Es geht danach direkt nach links weiter, nach unten. Das muss ich mir...
mir jetzt einfach mal merken. Und jetzt hole ich das Teil, komm schon. Genau, ja, fast, fast. Ich verbessere mich, ich werde besser. Nein! Komm schon, jedes Mal ein bisschen mehr. Dann habe ich es in einer halben Stunde auch wirklich. Das war blöd. Das war dumm. Oh, was war das denn? Oh, nein. Frust, Frust. So, jetzt nochmal richtig. Richtig oder richtig falsch? Richtig falsch? Ist richtig falsch eigentlich auch richtig? Ich meine, es ist ja richtig, ne? Nur halt richtig falsch. Also richtig falsch. Also so komplett falsch. Es ist immerhin konsequent, Dinge richtig falsch zu machen. Aber halt nicht richtig, ne? Ja, das war zu früh. Oder nur ein kleines bisschen zu weit eigentlich. Ist schon okay, ich muss ja nach links, wenn ich runterkomme wieder. Aber halt nicht so weit am Anfang. Ein bisschen weniger. stelle ich mich gerade an, ey. Ah! So weit war ich bisher noch nie. Nur halt von der Unterseite. Was? Ich bin gerade außerhalb des Bildschirms gestorben. Was? No. Ich habe gerade wieder umgedreht. Ich habe die Taste gedrückt. Ich finde meine Leertaste oder was? Ich weiß es nicht. Ich hoffe mal nicht. Ah, das könnte sogar einfacher sein, wenn ich es. Ja, könnte. Ist es aber nicht. Nee, ist es nicht. Bringt mich irgendwie raus. Hab's zu sehr ohne gemacht bisher. Da ist jetzt eine Veränderung, mit der ich nicht klar. Komme! Grrr. Zu diesem fortgeschrittenen Zeitpunkt komme ich mit dieser Veränderung nicht klar. Ich sollte echt aufhören zu reden, wenn ich so weit oben bin. Das Gemeine ist halt, man kann da oben keine Pause machen, ne? Ah! Was zur Hölle? Was ist hier los? Geht doch. Ah, was tue ich hier? Das war traurig. Das hatte fast geklappt. Ah, meine Güte. Es kann doch nicht so schwer sein, dieses dämliche Teil zu holen. Das ist nur eine kleine Stufe. Stell dich nicht so an. Ich muss nach links. Das ist so gemein, dass es rechts abfällt. Ja. Komm schon. Ich kann doch nicht hier am Anfang immer wieder hängen bleiben. Das kann ich doch alles schon. Nein! So knapp! Oh, Menü, ey. Jetzt aber. Ich bin schon wieder außerhalb des Bildschirms gestorben. Okay, ich sehe gerade beim. Hier an dieser Stelle gibt es nur Rechtsstacheln. An denen muss ich mich orientieren, wenn ich da wieder runterfalle. Ich darf nicht zu weit von denen weg. Ich muss quasi so nah dran wie möglich, damit ich nicht an den linken Stacheln rankomme. Und ich sollte weniger reden, während ich spiele, hm? Das ist so evil.
wieder ein bisschen zu früh, ey. So knapp. Das ist doch böse. Ja, ich glaube, meine Konzentration ist gerade ein bisschen weg. Vielleicht sollte ich eine... Ja, vielleicht sollte ich eine Pause machen. Vielleicht. Ah, genau das meinte ich. Da muss ich halt relativ weit nach rechts. Weiter als mir lieb ist von oben. Weil ich halt sonst im nächsten Bildschirm gegen die linken Stacheln komme. Oh. Hey, hier bin ich noch nie gestorben an der Stelle. Das ist neu. Oh, komm schon. Das sind so minimale Unterschiede bei der Eingabe. Wirklich nur Millisekunden, ob man eine Taste ein bisschen länger oder kürzer hält. Ich muss hier früher nach rechts. Ah. Gut zu wissen. Oder? Moment. Sehe ich das richtig, dass an der Unterkante bei dem grünen Abschnitt keine Stacheln mehr rechts sind? Ja. Ich kann hier schon früher nach rechts an dieser Stelle. Das ist okay, das sterbt gerade. Ich wollte nur erforschen. Das war nicht okay. Na, immer die. Stelle, ey. Oh, schon wieder. Was zur Hölle? Ah, meine Güte, wie ich mich hier anstelle. Okay, das war dumm. Da habe ich gerade zu früh auf Leertaste gehämmert. Das Problem ist halt auch, ich kann hier nicht mit dem Augen. Mit dem Auge. Gleich. Ich kann hier nicht mit dem Auge auf dem Männchen bleiben, sondern versuche halt immer an den oberen Rand zu schauen und beim Runterfallen halt an den unteren Rand. Weil es einfach viel zu schnell ist ansonsten, wenn ich mit den Augen hinterhergehe. Also ich komme halt mit den Augen nicht hinterher. Und wenn doch, dann ist alles unscharf. Da habe ich lieber ein kleines unscharfes Männchen als einen ganz unscharfen Level. Das macht aber halt auch die Position ein bisschen. Ah! Ein bisschen unscharf. Meine Güte. Das würde ich aber wahrscheinlich auch nicht anders machen. An meiner Stelle nehme ich an. Ah! So, jetzt links, außen rum. Ich muss hier ein bisschen stärker nach links. Spät, aber dann entschieden. Ah! Ich meine, das hat geklappt, nur halt der lange senkrechte Gang nicht. Ey! Meine Stacheln. Ich würde mir jetzt gerne den Booster aus Cave Story ausleihen. Das würde das Ganze doch deutlich vereinfachen. Oh, das war blöd. Ja, das war einfach nur dumm. Ich war nicht so weit links. Ich hätte da gar nicht korrigieren müssen. Ich bin nur so nervös, weil ich nicht wusste, wann ich unten ankomme. Das sieht gut aus. Ah, nein, so knapp. So knapp, ey, so knapp. Nein! Na, jetzt war ich tatsächlich zu weit links. Das, was ich beim letzten Mal davor korrigieren wollte. Und
gar nicht korrigieren musste, ist es eingetreten. Ey! Hey, da bin ich noch nicht gestorben. Ich sollte vielleicht versuchen, an jedem einzelnen Stachel mal zu sterben. Das dürfte einfacher sein, als das Trinket zu holen. Vielleicht kriege ich ja was dafür. Na, der hier hat aber auch schon seinen Anteil. Der da auch. War ich denn noch nicht? Da war ich schon. Ich glaube, da war ich noch nicht. Ach, das ist nicht zielführend. Konzentrier dich, Junge. Kannst du das schaffen? Oh, das ist fast gerade. Ja, ich glaube, der ist auch neu. Das war gerade knapp. Egal. Nein. Nicht reden, auch wenn es knapp war. Das gibt's doch nicht. Habe ich mich auch knapp verschätzt? Nein! 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 Ah, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. So knapp. Kann das bitte zählen, dass ich schon habe? Das gibt's doch nicht. Ja, geht doch. 20 von 20. Ich hab's geschafft. Meine Güte. Das war doch jetzt gar nicht so schwer, oder? Ich meine, das waren ja jetzt gerade mal 21 Minuten. Gut, dann gehe ich jetzt mal zurück zum Schiff. Und schau mal, ob es was Neues gibt. Es müsste eine neue Musik geben. Das sollte es schon für die 15 gegeben haben. Kommt da oben ein Teleporter? Ja, da oben ein Teleporter, oder? Nee, aber da komme ich nicht ran. Schade. Wie komme ich jetzt hier am schnellsten wieder raus? Ist die Frage. Ich schätze rückwärts. Hier durch. Nein. Vielleicht doch nicht. Vielleicht doch nicht. Oder vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Ich denke schon, oder? Okay, vielleicht auch nicht. Vielleicht muss ich einfach da hoch. Achso, ich bin. Ich bin ja unten. Ich bin ja unten. Warte. So. So, wird das was? Ja. Und hoch, bitte. Wo ist der nächste Teleporter? Kann ich da nicht irgendwie. Doch, ja, genau. Das. So nicht. Aber ich kann doch jetzt da hoch einfach. Einfach, habe ich gesagt. Einfach, habe ich gesagt. So. Dann müsste ich doch direkt bei dem Teleporter, den ich gerade gesehen habe, rauskommen. Nämlich bei dem hier. Wunderbärchen. Und damit teleportiere ich mich jetzt zum Schiff. Und schau mal, was jetzt passiert, nachdem ich alle Trinkets habe. Es gibt neue Dinger hier. Ich rede mal mit Victoria. Captain, schau mal, an was ich gearbeitet habe. Sieht aus, als geben diese scheinenden Dinger eine seltsame Energiesignatur. Die hab ich analysiert. Und die sind verwandt. Die sind alle ein Teil eines größeren Ganzen. Oh, wirklich? Ja! Es scheinen 20 Variationen derselben oder der gleichen fundamentalen Energiesignatur zu geben. Warte. Heißt das, du hast alle davon gefunden? Wow, du hast alle gefunden! Yay! Super! Ich werde noch ein paar Tests laufen lassen und dann gucke ich mal, ob ich rausfinden kann, wofür die gedacht sind. Das klang jetzt nicht so gut. Lauf! Oh nein, nicht schon wieder! Was? Es hat aufgehört. Das ist, wo wir diese shiny Sachen gelagert haben. Was ist passiert? Wir haben nur mit denen gespielt und plötzlich sind sie explodiert. Aber guck mal, was sie gemacht haben. Ist das nicht ein Teleporter? Ich glaube schon, aber ich habe noch nie einen Teleporter wie den hier gesehen. Also vor allem keinen so großen. Wir sollten das untersuchen. Was meinst du, Captain? Sollten wir herausfinden, wo es hinführt? Lass uns gehen. Oh nein, die sind eingesperrt.
Oh mein. Wie kommen wir hier raus? Kombinieren! oder wisst ihr was? Wir könnten uns einfach zurück zum Schiff teleportieren. Wow, was ist das? Sieht aus wie ein anderes Laboratorium. Lass uns mal umschauen. Yay, ich habe das geheime Labor gefunden. Das ist getrennt vom Rest des Spiels. Ich kann jederzeit hierher zurück. Coole Sache. Ich würde jetzt allerdings tatsächlich gerne nochmal zurück ins normale Spiel und genau, ich habe 20 Trinkets, wunderbar, vom letzten Teleporter aus. Und zwar würde ich mir gerne die Musik anhören, die ich freigeschaltet habe, nämlich zum Beispiel die hier. Okay, das ist eine davon. Und dann hätten wir noch Positive Force, Ekrof, Vitisov. Ich glaube, das läuft einfach rückwärts. Ja, das ist die da rückwärts. Sehr cool. Wie schön. Die lassen wir ein bisschen zu Ende laufen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder im geheimen Labor. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.